Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und meine sehr geehrten Damen und Herren, das Personenstandsgesetz ist ja sonst eher eine trockene Materie. Heute ändern wir einige ganz wesentliche Punkte. Lassen Sie mich kurz einige der Punkte vorstellen. Ein zentraler Punkt, das ist jetzt schon gesagt worden, deswegen fasse ich das, obwohl es sehr wichtig ist, etwas kürzer, ist der Umgang mit den Sternenkindern. Es kommt immer wieder dazu, dass Kinder geboren werden, die noch nicht 500 Gramm wiegen. Und es ist eine große Tragödie für Eltern, für Geschwister, die zum Teil schon eine persönliche Bindung zu dem ungeborenen Kind aufgebaut haben, einen Namen gegeben haben. Und das ist auch ein Problem im aktuellen Personenstandsrecht. Denn bisher wurden die Kinder nicht erfasst. Für den Staat haben diese Kinder rechtlich quasi nicht existiert. Und in der Vergangenheit kam es deshalb auch in der Konsequenz vor, dass Bestattungen für diese Kinder verweigert wurden. Und liebe Kollegen, das sind wir uns alle einig, das ist nicht hinnehmbar. Eltern müssen ein Recht auf Anerkennung ihrer Elternschaft haben. Sie müssen ein Recht bekommen, auch angemessen um ihr Kind zu trauern und ihm anständig gedenken zu können. Und die Petition einer Familie aus Hessen, Sie sitzen da oben, hat viel bewegt. Ich bin froh darüber, dass wir jetzt die Möglichkeit schaffen können, dass Eltern, egal, unabhängig vom Gewicht, die Elternschaft ihrer Kinder oder ihres Kindes anerkennen lassen können. Es gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch noch andere Änderungen im Personenrecht. Wir haben zum Beispiel gesetzlich geregelt, dass bei der Geburt eines Kindes, bei dem das Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, künftig der Eintrag im Personenstandsregister offen gelassen werden kann, ohne Frist. In Deutschland kommen Menschen zur Welt, die biologisch nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können. Und es ist für die Betroffenen oftmals sehr unpassend, sehr problematisch, weil wenn dort dann ein Geschlecht festgelegt wird und später ist das sozusagen dann das falsche Geschlecht für sie, ist das in der Folge ein großes Problem. Das hat auch der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme erkannt. Und liebe Frau Vograscher, glauben Sie mir, wir haben das auch vor der ersten Lesung auf dem Schirm gehabt, wir haben das auch schon besprochen, aber es ist, glaube ich, richtig, dass man Dinge, die man noch nicht sich geeinigt hat, auch noch nicht hier groß diskutiert. Die FDP hat sich eingebracht, weil wir wollten, dass das im Gesetz steht. Und ich glaube, das ist eine Verbesserung für die Intersexuellen, weil der Eintrag offen bleibt, es ist sachgerecht und es ist praxisnah. Und damit ist das Leben für die Intersexuellen, glaube ich, auch ein Stück leichter geworden. Die Koalition hat noch weitere Verbesserungen auch in das Gesetz eingebracht, und zwar die Möglichkeit, bei Todesfällen im Ausland dann diese von den Auslandsvertretungen beurkunden zu lassen. Viele Deutsche halten sich auch im Ausland auf. Sie gehen als Entwicklungshelfer, als Katastrophenschützer, als Freiwillige im Entwicklungsdienst ins Ausland. Sie dienen als Bundeswehrsoldaten, als Polizisten. Sie berichten als Korrespondenten aus Krisengebieten oder sie machen schlicht Urlaub. Und immer wieder kommt es dabei leider zu Todesfällen, Sprengsatz, ein bewaffneter Raubüberfall, ein Verkehrsunfall oder ein Badeunfall. Und bei diesen Ereignissen kommt es auch immer wieder zum tragischen Tod von Deutschen im Ausland. Und die Hinterbliebenen stehen derzeit vor großen Problemen. Sie haben nicht nur einen schmerzhaften persönlichen Verlust erlitten, sondern sie müssen sich zusätzlich noch darum kümmern, dass ihre Angehörigen nach Deutschland zurückkommen. Und sie haben einen behördlichen Aufwand, weil sie derzeit noch bei ihrem örtlichen Standesamt die Sterbeurkunde des Angehörigen ausfertigen lassen müssen. Dass Menschen in einer solch schwierigen Situation auch noch mit bürokratischem Ärger behelligt werden oder Probleme bekommen, weil wichtige Dokumente fehlen, das kann so nicht bleiben. Daher passen wir im neuen Personenstandsgesetz auch da die Verwaltungsarbeit an die Realität an. Und zukünftig können Auslandsbehörden die Ausstellung der Sterbeurkunde in Auftrag geben und die Angehörigen so entlasten. Ich glaube, das ist eine klare Verbesserung der Rechtslage. Eine weitere Änderung am Gesetz sorgt dafür, dass die zusätzliche Angabe des Geschlechts in personenstandsrechtlichen Urkunden, wie beispielsweise Ehenurkunden, zukünftig erforderlich wird. Und dies, meine Damen und Herren, ist sehr wohl, sehr geehrte Frau Kollegin Vograscher, auch für Transsexuelle hilfreich. Denn wenn ihr rechtliches Geschlecht erfasst wird, ist das auch für Transsexuelle unter Umständen ein Vorteil. Gleichzeitig stärken wir aber auch den Offenbarungsschutz für Transsexuelle, damit ihr früheres Geschlecht nicht offenbart wird. Ich gebe zu, das ist ein erster Schritt, aber es ist ein Schritt auch für den Bereich der Transsexuellen. Wir wünschen uns, dass da noch mehr folgt.
Zuletzt werden wir noch eine Reihe technischer Anpassungen vornehmen, das Personenstandswesen zeitgemäßer, moderner machen und es an die Lebensrealitäten der Bürgerinnen und Bürger anzupassen. Insgesamt kann man sagen, das Gesetz ist ein gutes Gesetz für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Wir stärken die Rechtspositionen, die Entscheidungsfreiheiten und wir stärken den Schutz ihrer Privatsphäre. Ich freue mich ausgesprochen über die breite Zustimmung, nicht ganz der uneingeschränkte Zustimmung, aber eine breite Zustimmung im Personenstandsrechtsänderungsgesetz. Und ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass auch noch der Rest des Hauses dem Gesetz am Ende zustimmt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.